Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns einmal etwas genauer anschauen, wie ich das persönlich mit der Apple ID gemacht habe. Da wir sehen können, wenn ich eine deutsche Apple ID verwende, dann ist der App Store hier nicht verfügbar. Das heißt, der App Store ist dann auch über ein VPN nicht verfügbar und ich habe keine Vision Pro Apps. Das ist natürlich direkt am Ziel vorbei. Bei mir hat es somit überhaupt nicht funktioniert. Also ich konnte die Brille einrichten mit einer deutschen Apple ID, aber dadurch, dass der Apple Store nicht verfügbar war, war das natürlich absolut keine Option. Im nächsten Step dachte ich dann, okay, dann versuche ich das Ganze einfach mal einzurichten, mache mir eine zweite Apple ID auf US-Basis in Amerika und richte die ein. Gesagt, getan, umgesetzt. Und dann wollte ich gerne Apple TV und Apple Arcaden, weil ich das ja für die Vision Pro auch irgendwie benötige, wenn ich Fernsehen gucken möchte, in einem Kino sitzen möchte oder auch Spiele spielen möchte, möchte ich die dementsprechend über Familienfreigabe mit mir teilen. Per E-Mail Familienfreigabe zugeschickt, keine Chance, die Familienfreigabe einzurichten, weil wir unterschiedliche Adressen haben, eine deutsche und eine amerikanische. Also dachte ich mir, okay, dann versuche ich es über AirDrop. Über AirDrop hat das Ganze dann auch funktioniert, die Familienfreigabe über AirDrop senden, richtet er auch mit ein. Das Einzige, was dabei dann übertragen wurde, war iCloud Plus. Das bedeutet, ich kann über die Familienfreigabe auch über den Kontinent hinweg eine Familienfreigabe geben, wenn die Geräte nebeneinander sind. Ich kann aber dann tatsächlich nur die iCloud Plus teilen. Also Apple TV und Arcaden werden damit dann nicht geteilt. Also war das auch wieder keine Option für mich. Wie kann ich das Ganze dann machen? Ich habe mich dann für den Weg entschieden, meine persönliche Apple ID auf die USA komplett umzustellen, weil ich keinerlei Regulierung hier habe. Also alle Apps, die ich in Deutschland besitze, sind auch hier verfügbar. Und das war dann auch der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige einmal alle monatlichen Abos, die ich hier drin habe, weil auch die müssen gekündigt sein, um eine Apple ID umziehen zu können. Dann habe ich die Apple ID umgezogen, das hat dann soweit auch im ersten Step funktioniert. Dann kam das nächste Problem, Zahlungsmethode hinterlegen. Ist egal, von welcher Nation man hier eine Zahlungsmethode hinterlegen möchte, sie wird von Apple nicht akzeptiert. Ich brauche ein amerikanisches Konto, damit ich hier eine Bankverbindung, eine Kreditkarte oder PayPal hinterlegen kann. Also für die Leute, die dann nicht vor Ort sind, empfiehlt es sich, das Ganze über PayPal zu machen. PayPal einrichten ist super easy, einfach dann Amerika auswählen und dann kann ich auch hier PayPal mit hinterlegen. Ein Haken gibt es bei der PayPal-Geschichte noch und das ist tatsächlich, dass PayPal eine Telefonnummer benötigt. Und PayPal akzeptiert dann keine deutsche, es muss eine amerikanische Telefonnummer sein. Hole ich mir hier aber eine amerikanische Telefonnummer, dann kann ich sie womöglich nur 2 Monate nutzen, weil im 3. Monat, wenn ich sie nicht auflade, wird sie dann wieder gekündigt. Also welche Option haben wir da? Ich habe mich dann dafür entschieden, Numero zu verwenden. Über Numero kann ich mir dann über ein Abo einen Account erstellen und da dann tatsächlich eine Telefonnummer mit hinterlegen. Ich kann mir hier eine aussuchen. Ich muss erstmal zur Konfigurierung eine eingeben. Da kann ich tatsächlich auch eine deutsche dann einlegen. Das heißt, als Backup habe ich dann meine deutsche Telefonnummer und dann kriege ich hier über die App tatsächlich eine amerikanische Telefonnummer gestellt. Wichtig an der Stelle ist auch, dass PayPal wiederum keine Voice-over-IP-Telefonnummern akzeptiert. Die werden erkannt, sind leichter zu hacken, weswegen Apple USA tatsächlich keine Voice-over-IP-Nummern akzeptiert. Von daher, mit dieser App funktioniert es. Also mit der App Numero, hier sieht man sie nochmal, mit der App Numero funktioniert es tatsächlich. Sie wird nicht als Voice-over-IP-Nummer erkannt, die Nummer, die ich da drüber bekomme. Und das Abo liegt bei $18 im Jahr.
und 18 Dollar im Jahr. Für eine Telefonnummer finde ich absolut in Ordnung, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass sie einfach gelöscht wird und nicht mehr aktiv ist und ich tatsächlich über eine amerikanische Nummer permanent kontaktiert werden kann. Also Numero einrichten, das empfiehlt sich an der Stelle und darüber kann man dann auch ganz simpel und einfach die PayPal-Adresse aktivieren, registrieren und aufbauen. Und dann haben wir tatsächlich einmal auf der einen Seite PayPal auf US-Basis und separat hinterlegt. Da können wir dann auch wieder die deutsche Kreditkarte hinterlegen zum Abbuchen. Das heißt, ich muss da kein Geld hin und her schicken. Ich muss mir keine Aufladekarten organisieren. Dann habe ich meinen PayPal-Account. Diesen PayPal-Account kann ich dann auch bei Apple auf US-Basis hinterlegen und dann habe ich wirklich einen US-amerikanischen Apple-Account, kann alle Sachen vollumfänglich nutzen. Das Einzige ist, wenn ich dann in Deutschland unterwegs bin oder auf dem deutschen Markt möchte, dann kann es sein, dass der App Store da dann zum Teil nicht verfügbar ist. Deswegen empfiehlt es sich im nächsten Step, wenn man nicht eh schon auch darüber arbeitet, dass man sich tatsächlich hier ein VPN organisiert, wo man dann tatsächlich frei entscheiden kann, über welchen Kontinent, über welchen Staat möchte man jetzt online gehen. Es empfiehlt sich generell sowohl für Netflix, für Disney Plus, für die ganzen Streaming-Dienste, weil oft ein anderes Filmangebot da ist, wenn ich mich auf einem anderen Kontinent bewege. Und das Gleiche ist dann auch hier mit dem App Store, dass einfach unterschiedliche Sachen angezeigt werden. Das ist meine Lösung jetzt für das Problem gewesen. Ich habe jetzt alles unter der US-amerikanischen Apple-ID, kann im Nachgang meine Abos auch wieder aktiv schalten und dann kann ich darüber alles komplett frei nutzen. Ich hoffe, dir hat diese Aussicht hier gefallen. Du kannst was damit anfangen und weißt Bescheid, wie das derzeit mit der Apple-ID funktioniert. Es wird sich langfristig sicherlich ändern, sobald die Brille auf dem europäischen Markt verfügbar ist und dann auch der europäische App-Store verfügbar ist. Nur bis dahin und vielleicht auch darüber hinaus ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man auf unterschiedlichen Content da einfach Zugriff hat. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Abonnieren, damit auch keine weiteren Videos verpasst werden. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du von der Vision Pro gerne noch sehen möchtest, welche Informationen du gerne haben möchtest, was dir vielleicht auch an der Stelle nochmal fehlt und worauf ich nochmal spezieller eingehen soll. In diesem Sinne, wir verlassen das Paralleluniversum, gehen zurück in die Realität. Es ist noch früh am Morgen, es ist grau, die Sonne geht noch auf, ist allerdings bewölkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.